Herzlich willkommen im Handelsleuten. Es folgt ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen. Alphabet, Amazon, Apple, Coca-Cola und Microsoft werden crashen. Der Dow Jones gilt als sichere Anlage. Lange Zeit stieg der amerikanische Leitindex deutlich stärker als viele andere Leitindizes der Welt. Hieraus bildete sich jedoch eine Blase. Die Kurswerte dieser Aktienwerte befinden sich inzwischen weit über dem zugehörigen Buchwert. Vom nächsten Crash werden diese Aktientitel besonders stark betroffen sein. Zur Übersicht über aktuelle Kurs- und Buchwerte erstellte ich eine Tabelle, welche in einer dieser Folien ersichtlich ist. Die Aktientitel Alphabet, Amazon, Apple, Coca-Cola und Microsoft liegen weit über ihrem Buchwert, wodurch eine Blase erkennbar ist. Im nächsten Crash werden diese Aktientitel wohl besonders stark abstürzen. Coca-Cola zahlt immerhin eine gute Dividende. Bei den anderen Aktientiteln ist kein sonstiger Investitionsgrund erkennbar, außer dass diese Aktien stark gehypt werden. Ich persönlich kaufe derzeit keine Anteile dieser Unternehmen, sondern warte auf einen Crash, um mich dann womöglich zu einem Preis unter dem Buchwert einzudecken. Hierbei könnte Abwarten nämlich deutlich lucrativ sein. Denn die Kurswerte dieser Aktientitel könnten um mehr als 90% fallen. Zum Abschluss noch ein kurzer Vers. Wer teuer kauft, verliert am meisten. Auf solchen Kurswellen sollte man nicht reißen. Abwarten kann manchmal besser sein. Dann bekommt man Top-Titel zum kleinen Preis. Achtung, dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.